sag Servus, Hallo. Wir sind heute wieder mal am Zocken. Kennt ihr ja schon, ist nichts Neues. Die Protagonisten heute, die kennt ihr auch schon. Der Daniel und ich moderieren heute gemeinsam. Co-Moderation, oder? Co-Moderation. Ja, und am Zocken sind der Timo und der Stefan und hinter der Kamera unser Profikameramann Daniel 2. So, jetzt muss ich erwähnen, der Timo hat gesagt, ich habe die Armee zusammengestellt. Warum? Wir spielen heute ein Wunschspiel. Das wurde gefordert. 400 Punkte Ostlinge, geführt von Stefan, der wird sich gleich erklären, gegen Gondor. Gondor, genau. Der Timo ist nicht ganz zufrieden, dass er Gondor spielen muss. Wir haben das natürlich ausgewürfelt per Zufall, wer welche Armee spielen muss. Timo muss Gondor spielen. Timo freut sich, Gondor spielen zu dürfen, ja? Also so ist es, ja? Auf ich will nur so sagen, er muss jetzt mal sein Können beweisen. Genau, als Ligasieger 2014 wird er sicherlich auch mit Gondor bestehen können, oder Timo? Ganz bestimmt. Gut. Ja. Dann erklär doch mal deine Armee, Timo. Ja, mein Armeeanführer ist Denethor. Denethor, ja! Ja, in Denethors Trupp sind 6 Brunnenwachen und 5 Krieger von Minas Tirith mit Schild und Speer. Dann habe ich noch da hinten einen Trupp, der angeführt wird von Faramir auf Pferd. Das ist der so ein bisschen nach hinten gekippt hier steht. Der Faramir hat auch noch eine schwere Rüstung und Lanze und wird begleitet von 5 Rittern von Minas Tirith. Die alle ein Schild haben, dann ein Schild-Upgrade gekauft. Genau, die alle Schilde haben. Und hier hinten haben wir noch Beregond und 8 Wächter der Weste, die alle Bögen haben. Genau, auch wenn sie einen Speer haben. Wenn sie einen Speer haben. Ja, das war die gute Seite. Und Stefan, was hast du mitgebracht oder was haben wir für dich ausgewählt? Ja, ihr habt für mich ausgewählt. Also mein Armeeanführer ist Kamul, der Ostling, auf geflügeltem Schatten. Er führt einen Trupp an aus 5 Kataphrakten. Und dann habe ich hier noch einen Hauptmann mit Schild und 6 Ostlinge mit Bögen und 6 Drachenkrieger. Da haben wir das Drachenkrieger-Upgrade gekauft mit Pike und Schild. Ganz genau. Ich muss natürlich noch sagen, welches Spiel wir spielen, welches Szenario. Ne? Und zwar auch vorher schafft, wir haben schon die 5 Marker platziert. Ich würde sagen, die Ostlinge haben sich schon direkt die beiden ersten gepackt da. Und Gondor muss sich noch entscheiden. Aber ich glaube, im Endspiel, wenn der Timo es schafft, den Denethor am Leben zu erhalten, ist natürlich ein Vorteil, weil halt alle oder viele seiner Truppen die Leibwache-Funktion haben. Da hat der Stefan natürlich einen Nachteil, ganz klar. Aber natürlich hat er hier die fetten Brecher. Ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Gut, dann würde ich sagen, wir fangen mit der Initiative an, oder? Daniel? Natürlich. Mach 6 von Gondor. Und eine 6 von... Was klingen? 4. 2. Gondor startet? Nee, ich starte. Ostlinge. Ja, Entschuldigung, zwei Ostlinge starten. Ja, wir kommen gleich wieder. Ja, also die Jungsphase ist Hammer hinter uns. Die Ostlinge haben sich hier mit 2 Pferden platziert, schon in einen Marker gesichert. Da hinten ist ein Pferd stehen geblieben. Kramul ist hier ein bisschen vorgerückt, hat aber sonst nichts gemacht. Hier haben sich die Bogen noch bewegt. Und zwar in die erste Reihe jetzt. Und damit die Pikenträger hinten stehen. Und deswegen haben sie sich einen halben, 13 Zoll bewegt. Dürfen halt auf einen Schlechter treffen. Dementor hat es geschafft, eh hoch zu klettern. Obwohl man sagen, fast durfte sogar der Stefan ihn bewegen. Der Timo musste eine Willenskraft einsetzen, damit dieser Mutstest besteht. Genau. Ja, die Bogenschützen haben sich dann bewegt, die dürfen jetzt gleich voll drauf schießen. Und ich denke, wir sind noch in der Schussphase, ne? Stefan, machst du das Schießen zuerst? Ja, ich überlege gerade noch, ob ich das unterschieße oder ob ich durch den Schuss schieße. Brauchst hier die 6 und du brauchst hier die 6. Dann schieße ich auf die Ritter. Auf die Ritter. Ja, zeig auf die Bogenschütze und schieß auf die Ritter. Dann schieß ich auf die Ritter. Ich bin euch furchtbar verwirrt. Okay, also 6 Schuss auf die Ritter? Soll ich das zusammen oder? Ja, alles auf einmal, komm. Wir wollen hier 6 Stück. 6 Schuss? 5. Und jetzt? Dann einmal. Pferd oder Reiter?
Einmal Pferd, einmal Reiter. Pferd auf die 5. Ja. Ein tolles Pferd. Machen wir gleich einen Falltest. Und ein Reiter. Nein. Falltest. Er steht. Er steht. Gott, gibt es. Tauschen wir sofort aus. Ja, tauschen wir aus. Und hier hast du einen. Eine Britte. Ja. Passt. Gut, ich schieße zurück und dann direkt auf die Bogenschützen. 8 normale. Wächter der Weste und der Berek und der schwarze Würfel. Treffer auf die 4. Berek auf die 3, oder? Das passiert wann? Ich denke, mach mal die anderen, ich schau mal nach. Wie ist der Tipp? Und schon mal hier 5. Oh, 2 Tote. Bogenschützen sind tot. Triffst auf die 3. Na, das ist ein Hirn, oder? Timo, das ist ein Hirn. Ich bin nicht so oft von da. Er tötet leider keinen. Keine. Jo, die ersten Verluste beim Stefan. Und wir kommen zurück nach der Ini. Weil Nahkampf gibt es keinen. Also jetzt machen wir die Ini und dann kommen wir zurück. Ja, darf Stefan auch wieder zuerst. Jo, die Bewegung hat stattgefunden. Stefan hat es riskiert, hier vorzugehen. Es gibt noch keinen Nahkampf. Nächste Runde wird sicher interessant, wer zuerst sich bewegen darf. Bin sehr gespannt. Und die Truppen sind stehen geblieben. Denethor hat diesmal sein Mutes geschafft. Die schleichen dann langsam zum Ziel nach hinten. Bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Jo, und hier wird jetzt geschossen. Und zwar möchte der Stefan mit seinen verbleibenden 4 Schüssen, möchte er da nach hinten schießen. Ja, ah, schön, hier, sorry. Auf die Kavallerie, also in die zweite Reihe. Gut, dann 4 Schuss. Du triffst einmal, erste Reihe und jetzt auf die 6 verwundest du die Fußtruppe. Na, 4 reicht nicht. Genau. Und dann darf auch schießen und sich nicht bewegt. Mit allen auf einmal jetzt kommen. Ich versuche da hinten auf die Bogenschützen zu schießen, also an den Sperrträgern vorbei. Ui. Davon leider nicht. Oh, die Hälfte. Den 6. brauchst du jetzt. Ich muss erstmal vorbeikommen. Na gut, dann einer kann vorbeikommen. Einer bleibt an den schwarzen Drachen vorne hängen, tötet nichts. Und die auf Bogenschützen. Und 2 Bogenschützen wieder. Ja. Ja, Nahkampf gibt es nicht. Dann noch Mr. Tifo, der ist jetzt glaube ich wichtig. 3-3. Oh, da hat der Timo automatisch. Kommt gleich wieder. Stefan hat in die Trickkiste gegriffen und hat hier 2 Bogenschützen platziert. Die verstecken sich und können demzufolge nicht beschossen werden. Sie können natürlich selber auch nicht schießen, aber so ist das. Demzufolge gibt es keinen Beschuss für den Stefan. Aber hier geht es gleich richtig flockig zur Sache im Nahkampf. Aber bevor wir da hinkommen, was macht der Daniel? Nicht der Timo, Daniel. Ich meinte, was macht der Timo, Daniel? Er schießt. Und zwar, ich denke mal da rein, ne? Ja, auf die laufenden Schild und Sperr da. Guck mal, ob der auch 2 in einer Runde ausgeknipst kriegt. Ich glaube es nicht. Schon mal. Was man der Verwundung werfen würde? Das war kein schlechter Wurf, ja? Jetzt brauche ich die 6. Geil. Das war's. Aber egal wie rum, ja. 6 Wurf. Wir haben ganz wichtig vergessen, der Kamula versucht den Faramir zu lähmen und der Faramir musste natürlich widerstehen, hat auch geklappt, musste aber ein Heldentum aufgeben. Da sie beide vorher eine heroische Bewegung gemacht haben, ist der Kamula jetzt auf ein Heldentum und Faramir ist auf ein Heldentum. Also wird sehr spannend, wie das jetzt ausgeht. Stefan hat gesagt, er möchte auf jeden Fall jetzt eine Willenskraft ausgeben, um K6 beim Kamu zu machen, damit wir das ja nicht vergessen. Jetzt, Timo, möchtest du was Heroisches ansagen? Nee. Möchte er nicht. Okay, gut. Du darfst entscheiden, wo du anfangen möchtest. Ja, mach mal Kamu mal als letztes. Fangen wir erstmal hier hinten an. Mhm. Da sind 3 Modelle von mir gegen einen deiner Reiter und ich habe die höhere Kampfkraft. Aber ich habe angegriffen, ne? Bringt gegen. Ist eine Reiterei. Es ist 2 gegen 1. Das stimmt. Okay. 6 gewinne. Wieso hast du 3 Würfel? 2. Ach, da ist noch ein Schwert, genau, richtig. Brauchst du? Ich brauche 6. Ja. Und der ist tot. Sorry, ich hatte nicht gesehen, dass da noch ein Schwert ist. Dann haben wir Faramir und einen Unterstützer. Also 3 normale Krieger. Stefan hat eine 6 gewürfelt, das ist gut. Golden sind Faramir. Das ist kein Helm-Tool. Das ist gut so. Und wenn ich du wäre? Ich würde das Pferd auf jeden Fall machen. Das würde ich auch probieren. Und zwar auf die 5 geht das. Komm, der 5, wir wollen den Faramir hier am Boden sehen. Mit einem, ne? Ja, 5. Ja! Geil, die 5. Falsches. Ich meine, der zieht ja schon falsch aus. Oh,
Weil sieht schon fallen aus. Oder? Ich gehe jetzt extra für dich suchen, Timo, den ja. Ich bin gefallen. Na danke. Ja, moderierst du weiter, Daniel? Ja, genau. Sollen wir noch einen Nahkämpfen jetzt? Ja, hier. Ah, noch Camo, ja. Camo. Ach komm, würfel du mal, du hast noch eine Hände mit Camo. Ich hätte 5 ja. Würfel. Ja, ich brauche 6, ne? Ja. Ha! Ich habe ihn gefunden! Der gefallene Fahrer mir! Er steht. Er ist nur vom Pferd gefallen. Okay, gut. Ein sehr guter Schlag. Stefan ausgezeichnet, sorry. Ja, was? Kamul. Kamul! Fünf, wollte ich jetzt? Ich habe eine 5, jetzt ist die Frage, ob du Heldentum einsetzen kannst. Die werden direkt abgeworfen. Genau, sind zwei Willenskraft zurück, wir rechnen nachher aus. Abgeworfener Reitertest für ihn? Ne, die werden umgeritten. Achso, der kriegt dann direkt den Treffer. Richtig, genau. Ja. Also, drei war nichts und der andere auch nichts. Brauchen wir irgendwie zwei Fußmodelle. Stefan, musst du entscheiden, was du jetzt mit dem Kühlchen machst. Hier und er liegt auch am Boden hier. So. Sieht auch so klein aus. Ja. Und den hier. Und so. Okay. Das ist Stärke 6. Er hat Stärke 3, das heißt plus 3 dazu. Wie 6 plus 3? Oh, 9 Zoll! Das ist natürlich weit. Das könnte fast gegen die Barriere hinten sein. Ja, weiter. So. Oh, das ist die Barriere. Da kriegt er mal einen Treffer auf die 6. Das heißt, auf gegen die, den Schädel. Auf die 4 plus ist er tot, direkt mal. Er selber. ich wollte nur sagen, man kann es auch einfacher machen, indem man. Ja, aber einfach warum einfach, wenn es. Das sind die Bäume im Weg. So, bis nächste Mal. Okay. Also, auf die 4 plus ist er tot. Jawohl, der Kollege ist schon mal erledigt. Das der erste Verlust. Ja. So. Auf die ganzen Reiter. Reiter. Nee, das sind keine Toten. Die sind ja. Ja, der liegt am Boden, ja. Der liegt am Boden, der ach, okay. Liegt am Boden, der liegt am Boden. Der ja. Also er ja, auf die 6, ne? Oder auf die 5? Auf die 6. Nein. Er ja. Nein, er ja. Fällt er? Ja, liegt er rum. Fällt gegen Fallschaden? Timo? Also direkt kann. Achso. Ne, der wird so, der kriegt glaube ich auch direkt den Treffer, oder? Oder abgeworfener Reitertest. Nee, ich hab den jetzt geworfen, ob er verwundet wurde. Richtig, wurde aber nicht. Du musst ihn wie vom Pferd werfen. Okay. Nix, passt. Oben hier. Faramir. 6. Oh, ist eine Verwunderung. Faramir. Dein Kauf ist ja nicht mein Armeeanführer. Was? Ja, ja. Ah, fast die 6. Ja. Tot. Ist tot, tot. Das war eine starke Runde für die böse Seite. Aber es war auch mal notwendig hier, ein bisschen aufzuräumen, Stefan. Jo. Jo. Initiative. Los geht's. Ostlinger, jawoll! Jawoll! Ihr seht, ich bin zwar Moderator, aber ich bin parteiisch. Warum? Weil die Gondorianer haben einen eigenen, aber der moderiert nicht. Der tut ja oft immer, dass der Timo gut würfelt. Ja, wer dort steht noch. Ja, Mann, das ist der bis gleich. Ja. Daniel, wo fangen wir an? Kamul, oder? Nein! ich dachte, der gewinnt wieder Schleuder. Also. Ich dachte, du sagst jetzt, es wird nicht geschossen, damit fangen wir an. Also, es wird nicht geschossen. Gerade Daniel. Das ist jetzt Nahkampfphase. Nahkampfphase, gut. Okay. Der Daniel hat entschieden, wir fangen da hinten an. Obwohl er eigentlich da vorne anfangen will. Wir fangen hier hinten. Also die Retterei kam an, das heißt, sie haben Kavallerie-Modus. Ja, genau. Und Reiten. 5, ja. Ja. Oh, Kampfkraft. Schlag auf den Reiter. Nichts. Nichts. Nächster. 3, nix. Er berührt nichts. Reiter. Oh! Doch, oh, das fand ich nicht. Ja. Mein Fuck, der Stefan bewegt die Figur nicht. Ich war mir auch schlecht. Ja. Du wolltest hier anfangen, weil dann ein Kreis ist? Ja. Sechs. Haben wir jetzt noch keine Heldentum mehr? Ne. 5? Ne. Ja. Du gewinnst. Faramir hat 2 Lebenspunkte, ne? Ja. Einer hat er noch. Einer, der hat ein Schicksal. Und 2 Schicksal hat er noch. Ja. Einen. Du
Brauchst du hier eine 6 und hier eine 6? Da auch? Ja, brauchst immer eine 6. Kannst auch fragen, Mischa. Fragen wir jetzt ja egal jetzt. Nur mal hier. Okay. Fast. So, dann fangen wir hier mit dem am Boden an. Genau. Was machst du mit ihm, der lässt du hier unterstützen, oder? Der Speerträger zum Nahkampf gegen Kamel. Der kann ich unterstützen. Ah, okay, gut. Also 1 gegen 1. 6. Kannst du aufstehen? Bist du zurück weg? Also, 2 gegen 1. 6. Und wohl. Eingekreist. Ja, bist eingekreist. Der ist top, wieder 6. Stefan macht ein paar Verluste. Nicht viele, aber es sind doch ein paar. 2. 2 gegen 1. 1 ist der Block. Höhere Kampfkraft, du gewinnst, Stefan, weil du hast die Drachenritter gekauft. Der ist ein eingekreist. Ja, stimmt, du kannst nicht wirklich raus. Kann, kann ganz gut sein. Nur einer. Dann reicht nicht. Ich weiß, jo, dann haben wir hier außen einer gegen zwei. Gleiche Kampfkraft. Ja, nix. Auf die 6 verwundest du? Oh, Doppel-6. Oh, der Timo klotzt nicht. Ja, der, auf jeden Fall. Der macht hier. Gondor. Komm, jetzt hör dich noch Kamul. Ja. Und dann haben wir noch Kamul gegen 3. 4. Mit Unterspitzung. Ja. Das ist eine 5. Oh. Nahkampf gewonnen. Ja, ist eingekreist. Ich schlage auf. Ich schlage auf Kamol. Auf Kamol? Ja. Dann nehmen wir 8 Würfel. Die 6-4. 6-4. Ist kein einziger 6 dabei, wurscht nicht. Ich prophezeie keine 6, ja? Okay, ich schlage drauf auf den Schatten. Der Schatten. Eine Verwundung. Eine Verwundung für den Schatten. Gott. Schade. Wir hatten vorher 9 Willenskraft, dann hat er jetzt 8. Machen wir mal den einen, ne? Probieren wir nächste Mal. Komm, komm, jetzt mal was wissen. Was hättest du gehabt, Timo? Nix. Nix. Okay. Okay. Glück gehabt, das ist ein Gütchen. Ja. Initiative! 3. Timo. Danny. Da bist du gleich. Gut, es gibt keine Schussphase. Hier ist alles im Nahkampf irgendwie. Die Burschen haben sich jetzt entschieden, es macht vielleicht doch mehr Sinn, in den Nahkampf zu gehen. Ja, dann Daniel, du moderierst ja die Gondor-Seite. Ja. Wer hat denn Ini, ja? Der Stefan hat Ini. Dann da hinten, ne? Ja, der möchte da hinten anfangen. 2 gegen 2. Hier kommen die 6, hat er schon gewürfelt. das war den etwas gut. Das sind 5. Hab ich auch. Wenn du nachkommst. Und Reiter. Er lebt. Jo, er lebt noch, er lebt noch. Ja, wenn du den Reiter. 5. Auch eine 5. Wir haben dieselbe Kampfkraft. Das sind 50-50, das sind die Guten, die dürfen 6 Mal zuschlagen. Stopp. Der ist tot. Gut gewürfelt. Dann. Hier. 2 gegen 1. Schildblock. 5. Musst du zurückweichen, Stefan? Ja. Schildblock. 5. Stefan gewinnt, weil er die hohe Kampfkraft hat. Nein, die 5 reicht nicht. Verwundung ist aber echt nicht gut. Hauptmann! Das ist eine 6, du gewinnst, weil du die über Kampfkraft hast. Und du kannst, du hast einen Würfel zu wenig gewürfelt. Gerade. Ja. Der Hauptmann verwundet auf die 5, der andere auf die 6. Umgekehrt wäre gut gewesen. Ja. Kamul, 2 Würfel hast du, Stefan. Würfel mal, was du hast. 6! Oh Doppel 6! Jawoll! So kann es weitergehen. Ja. Machst du draufhauen? Du kannst draufhauen oder du kannst schleudern. Die 2 Möglichkeiten hast du. Habe ich die höhere Kampfkraft? Ja. Verwandt die Kampfkraft 5? Nein, der Kampfkraft 5. Oh, okay, gut. Das heißt, der muss mal zurückweichen, das ist mal sehr schön. Mit allem, was er hat. Schleuderst du nicht? Wenn du schleudern willst, weiche ich erstmal nicht zurück. Du musst zurückweichen, das passiert halt automatisch. Ich fall. Ja, ich hab mich angegriffen. Dann muss ich weg. Der hat noch Verteidigung 5 zum Beispiel. Dann mach ich da dann auch 2 zurück. Das hätte ich auch nicht mehr durchschlagen. Genau, wenn ich hier wäre, komm, schmeißt du hier durch. Durch ihn oder durch ihn? Durch ihn, ja.
Wie weit? Nee, wie schief. Wie weit? Das sind 8 Zoll. Hm? 7 Zoll. So. Ja, 7 Zoll. Ah. Hast recht. 1, 2, 3, 4. So. Birgond kriegt 4 mal. Auf die 5? Auf die 6. Er verteilt nur 6. Echt? Ja. Nein, hat er nicht. Das wäre eine 5 gewesen, ne? Ja. Auf 6, ich bin schockiert. Ein Torwart steigt 6 auf die 4. Nix. So, ja. Vorne auf die 6. Nein. Krieger. Nein, Fahrermenü. Das Kippe, den kannst du noch würfeln. Nein. Und der Krieger. Den darfst du noch mal würfeln. Nix. Das war effektiv eine gute Runde für den Timo, weil er eine Windskraft von Kaul geraubt hat. 2. Ja, genau, 2, richtig, ja. Initiative. 1. 1. Timo. Gut, wir kommen gleich wieder. So, ja, Kamul hat wieder angegriffen. Und ein paar Krieger. Es sind noch 2 Bogenschützen, die gleich schießen können. Und auch hier 2 von Ostlingen. Da sind noch Bogenschütze. Ah ja, da sind noch Bogenschütze, richtig. Ganz gewesen. Jawohl. Und da hinten der Punkt wurde eingenommen. Vielleicht ganz gut zu erwähnen. Ja. Sagen, dann schießen wir los, oder? Ja. Die beiden? Und die beiden. Oh, brauchst du bei der Kids? Einer? Und der 6 kommt? Ah! Dann schießen die beiden mal zurück. Haben sich bewegt. Einer Treffer. Und eine 5. Komm. Nux. Beregon trifft jetzt auf die 4. Ja. Schießt hinten auf den Ostling, der steht dann nochmal entdeckt. Ich zeig dir, der trifft nichts. Mit der 1 trifft er nichts. Nachkämpfer. Nachkämpfer, ja. 1 gegen 1. 1 gegen 1. 6. 4. Hau drauf. Der skippt das nochmal. Der ist tot. Gut. Stefan. Sehr schön. Weiter so. 2 gegen 1. 4. Jawohl. Voll 1. Auf den am Boden liegen. Ja, auf die 5. Tot. Ja, gute Runde für den Stefan bis jetzt. Okay, los geht's. Jetzt geht Gondor baden. 1. Ah. Ja, der Hauptmann, 2 Würfel. 2. 2. Der hat mir selber Kampfkraft. Aber jetzt machst du mit. Nee, selber Kampfkraft. Selber Kampfkraft. Selber Kampfkraft. Geht damit? Die Guten dürfen zuschlagen. Oh, 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 ja. So, dann haben wir hier noch der gegen Faramir und 2. Ja. Der eine macht natürlich eine Finte. Ja. Schütz kommt sowieso. 6. 4 Würfel. Verliere den Nachkampf. Und da. Macht mein Krieger natürlich auch eine Finte. 2. 4. Der Schwarze ist der Krieger. Nichts. Und jetzt 3 Würfel von Kamul. 6. Jawohl. Wir machen wieder einmal zerreißen, zweimal normal. Der erste, zerreißen, ist tot. Normal. Nein, ist schon. Die kann ich drücken, das ist nur einer. Achso, ist nur einer, okay, passt. Alles gut. 7 wären es gerade fair. Nicht so viel Panik. Aufgespießt. Nicht so viel Panik auf der Titan. Ja, das war eine gute Runde, ja. Gute Runde für Stefan. Kein Ostling gestorben. Ja, aber du hast den Hauptmann verfallen, ja, also, der ist egal. Der ist ja egal. Ja, Initiative. Ist gleich. Jeder darf einmal schießen. Timo darf anfangen, hier mit dem Beregond. Trifft nicht. Und der Stefan schießt hier einmal so quer durch. Mit der 5 trifft er. Und eine 6 brauchst du zum Verwunden für den Speerträger. Und die 6. Ah, fast. Ja, Nahkampf. Wie sieht's aus? Timo, du fängst an. Haben wir mal hinten an? Ja, 2 gegen 1. 1. 5 zum Verwunden. Jawohl, das ist ein Toter. Langsam wird es ja auch was. 2 gegen 1. Einer macht eine Finte. Für den Nahkampf. Der Schwarze ist die Finte. Lass ihn holen. Ah, hat sich ausgezahlt, die Finte. Ja. 1 gegen 1. Finte. 5. Nein. Hinten wieder 1 gegen 1. Nochmal die Finte. 3.
der Hauptmann gegen einen. Schöpfer. Fünf. Das ist normal, du gewinnst. Darfst auf die 5 zu schlagen. So nicht. Dann machen wir mal Kamo. Ich hab Würfel. Nee. Ja, der hat 6, oder? Der kämpft hier mit gegen. Also 1, 2, 3, 4, 5. Achso, und 6 mehr 2. 5. Okay. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 6. Ja. Das war was. Ich hätte nur 5. 6. Die Lampe noch zerreißen. Ja. Oder. Ja, einen kannst du zerreißen. Ja, auf die. Die zerreiß ich. Auf die 3 plus. Ja, und der zweite auf die 4 plus. Ich hab sowieso gewonnen, weil ich den Kampfkraft hab. Stimmt. Ist tot. Gebrochen. Initiative. Das heißt, der Steffen muss Muttest machen, dann bleib mal dran. Weil jetzt wird spannend. Hier Muttest, erster. Der ist mutig. Hier Muttest. Kamul. Kann für alle. Und der Hauptmann. Das reicht. Der hat auch viel. Ja, gut gewürfelt. Und wir kommen nach der Bewegung zur Reihe. Der Mutteste, haben wir gesehen, waren alle super. Kam hat hier von der Seite angegriffen. Ist somit jetzt auch in den 3 Zoll drin erstmal. Von dem mittleren Punkt. Und ich würde sagen, jetzt haben wir noch zwei Schuss. Ne, 3 Schüsse haben wir. Einmal von Gondor zweimal. Einmal von Gondor zweimal. Und einmal hier von Ostling. Der Ostling darf zuerst schießen. Ich darf zuerst schießen auf ihn hier. Und der 6 kommt da hinterher noch. Ah, fast doch. So mit Bande, oder? Der schießt zurück. Er trifft. Oh, fast. Wer kommt? Ja. Trifft. Kann ich im Weg testen, oder? Kann ihn sehen? Ja. Gut. Was Pferd oder Reiter? Das Pferd. Nix. Nichts. Hey. Jo. Nahkampf. Ich möchte mit ihm hier anfangen. Ja. Schildblock. 5. Den nehme ich mir und schleudere ihn da durch. Ja, Moment, nee, halt. Ich dränge zurück. Du musst würfeln, die Leute, und du dich noch bewegen darfst. Wie darf ich mich? W6 Tor, also du brauchst nur 2 Würfel. War da auf jeden Fall nichts. Dann kannst du wieder angreifen. War eine gute Idee, aber mit einer 1 wird das nichts. Ja, kannst du direkt den Nahkampf hier machen. Ja. Timo, aus einem Würfel. Kannst draufhauen. Ist umgehalten auch. Also, deine Wiesenskraft hast du zurückbekommen. Nee, zerrüsten kann er nicht. Wäre eine zweite Monster da. Dann brauchen wir eine 15. Ah, ne, Stärke. Stärke 4. Ja. Alles cool. Und der hätte nochmal zuschlagen können, weil er es umgehalten hat. Und der Unterstützer. Ey, der liegt aber am Boden eigentlich, weil er ist umgeritten, gell? Stimmt. Dann machen wir ihn hier. So, ne? Der Vorder macht eine Finte. 5. Schwarz ist der mit der Finte. Oder gut, 6 reicht. 1 gegen 2. Eine Finte. 50-50 Wurf. Gut, ja. Der Schwarz hat die Finte. Der ist jetzt eingekesselt, wenn du den Fahrer mir. Mal fahren wir jetzt aus. Ja. Kreist. So, der Hauptmann verwundet auf die 5. Das war schön, wenn du ihn jetzt zerschlägst. Und der andere auf die 6. Komm. Yeah. 2 Sechsen. 2 Schicksale. Nein, ist tot. Der hat schon ein Leben gehabt, gell? Leben schon vorhin verloren. Das war ein sehr guter Wurf, lieber Stefan. Und dann haben wir 2 gegen 1. Eine Finte, ja. 5 höhere Kampfkraft und komm auf die 5er zu. Ah! 6 wäre es gewesen, sorry, 6, nicht 5.
Ja, Initiative. 2. Ja, wir wollen jetzt natürlich, wir wollen keinen Mutter. Die Mutter sehen wir später. Gut, bis gleich. Ja, es sieht schlecht aus für den Stefan. Der Punkt ist umkämpft. Der gehört auf einmal plötzlich dem lieben Timo. Irgendwie hat er das hingekriegt. Und sind einige Truppen weggelaufen. Ich würde sagen, wir fangen hier einfach an, oder? 2 gegen 1. Timo ist entscheidend. Ja, machen wir mal. Ja, gucken wir mal, was rauskommt. 3. 5. Und weg. Und auf die 5. Ah. Ja. Also machen wir den Hauptmann hier. Ja, 2 gegen 1. Schaltblock. 6. Ja, kannst du drauf machen. 2, 5 und sie ist weg. 1, 5. Wenigstens hat er was gemacht. So. Und Kamul. Kamul. Dann machen wir nochmal Kamul. 6. 6. Zurückdrücken. Ja, das sieht dem Bären noch nicht angreifen. Wie weit? 5. Bleibt nur noch der eine Nahkampf. Ja. Geil, das ist auch zocken. Darfst du zuschlagen? Oder schleudern den einfach, der soll gleich aus dem Kreuz. Nee, da hast du drauf jetzt, komm. Tot. Ja. Ja, dann gucken wir, das war's. Das war die letzte Runde. Und wir kommen gleich zur Schlachtnachbetrachtung. Bis gleich. Herzlich willkommen zur Schlachtnachbetrachtung. Wir haben eruiert, dass es 6:12 für die Team ausgegangen ist. Wer gedacht hätte, dass Gondor gewinnt, der hebe jetzt die Hand. Also ich hätte nicht auf Gondor gewinnt. Ja. Also jetzt weiß ich auch, ob der Stefan verloren hat an der Stelle. Stefan, hast du bewusst auf die Niederlage hingearbeitet? Genau, ich habe gegen mich gewettet. Nein. Nee, ich hatte mit Ostling noch nie zu tun gehabt, also ich habe noch gegen die noch gar nicht gespielt, deswegen war die für mich so gerade so ein bisschen unhandlich. Ich habe auch den einen oder anderen taktischen Fehler gemacht, bei der Aufstellung haben wir eben schon besprochen. Ja, wir hätten wahrscheinlich die Ostlinge gemeinsam aufgestellt in einem Pulk, weil er recht wenig Truppen hatte, so hat er sich aufgeteilt und der Timo konnte sich natürlich beide Seiten einzeln vornehmen, sozusagen. Naja, aber ich glaube, Kamul hat trotzdem ein bisschen gerockt. Der hat wahrscheinlich nicht seine 170 Punkte ausgeschaltet, oder? Da waren immer nur so billige Krieger, die der kaputt gemacht hat, aber dafür eine Menge Krieger. Ja, den Faramir hat am Ende noch der Hauptmann erschlagen. Das ist richtig. Aber der war für die Punkte schon. Der Kamul hat ein bisschen Kleinkram kaputt gemacht. Ja. Gondor hat schon geblutet. Ja. Und am Ende noch Beregond. Eine zweite Schlacht mit, also eine Revanche mit der Schlacht, ja, glaub ich, würde glaube ich ein bisschen anders ausgehen, dann würde ich glaube ich ein bisschen besser taktisch spielen können. Man muss dazu sagen, Stefan hat auch noch nie einen Ringgeist auf geflügelten Schatten eingesetzt und ich finde, dafür hat er das super gemacht. Also das ist nicht so einfach, wie das im ersten Moment aussieht. Der Timo, der ist halt ein Profi, der zack, links, rechts, vorne, hinten. Wenn man das noch nie gemacht hat, dann stellt man ihn nochmal falsch hin oder so und ich finde, Stefan hat das super gemacht. Ja, Daniel, als Kameramann, dein Feedback. Es hat lange gedauert dafür, dass Daniel vorher gesagt hat, 6 Runden und ist das Spiel zu Ende. Und alle in Facebook halt auch kommentiert haben, die Ostlinge gewinnen. Hochhaus hat es jetzt sehr lange gedauert und war sehr spannend. Also es hat Spaß gemacht mal wieder. War ein schöner Abend. Gute Würfel. Der Moderation, Daniel. Der Abend ist noch nicht vorbei. Ja, also ich hätte, wie gesagt, 500 Euro auf die Ostlinge getippt. Wollte glaube ich auch. Ja, ich hatte auch Geld. 20 Euro. Ich wollte 20 Euro auf die Ostlinge setzen. Er wollte schon seinen Smaug verwenden. Welcher Smaug? Ich habe keinen Smaug. Leider. Aber ich hatte gerade nichts zum Gegensetzen. Hättest du vielleicht tun sollen. Hätte ich machen sollen, ne? Aber dann hätte ich auf die Ostlinge gespielt. Ist dann nur schön für den Timo, dass er dann trotzdem, obwohl er gedacht hat, dass er verliert, sich beweisen konnte. Vor allem mal ein Beweis, dass man auch mit Gondor gewinnen kann. Ganz genau. Also ich muss sagen, ich glaube, der cleverste Zug oder der Grund, warum du gewonnen hast, war, dass du diesen Denethor da in diesem Haus die ganze Zeit versteckt hast und demzufolge keine Möglichkeit war, den zu töten, damit den Armeeanführer zu vernichten und diese blöde Leibwache loszuwerden. Weil das hätte noch ganz anders ausgehen können. Dann war der Vorteil, mein Armeeanführer, der kostet 30 Punkte. Und Stefans Armeeanführer, der war deutlich teurer. Und der hatte auch keine Leibwachenregel. So Faktor 6 ungefähr. Er hatte keine Leibwachenregel. Und der
Denethor ist halt so billig, man kann sich einfach erlauben, den irgendwo stehen zu lassen. Man braucht den nicht. Oder er erfüllt seinen Zweck, wenn er schafft, im Spiel zu bleiben. Nicht austickt. Er war ja die ganze Zeit auf diesem Haus oben. Wir haben die ganze Zeit gehofft, dass er den Muttest verpasst. Und dann hätte der Stefan ihn runterspringen lassen. Und dann hätte ich auf eine Doppel-5 gehofft. Vorher hätte ich ihn noch angezündet. Ja. Ich die Stiele echt so. Ja. Ja, also fand ich ein interessantes Spiel. Timo war natürlich taktisch haushoch überlegen. Hat auch teilweise gut gewürfelt und in an ziemlich viel. Aber bei Kamul hast du gut gewürfelt. Bei Kamul habe ich gut gewürfelt, richtig. Und das war auch das einzige Modell, was da so bis auf ein bisschen Lichtblick mit dem Hauptmann, wo er Faramir schlagen hat. Aber der Rest war einfach Statist. Okay. Ja, also haben wir jetzt den Wunsch erfüllt. Haben die beiden erwähnt, mal gegeneinander antreten lassen. Hoffe, wenn ihr weitere Wünsche habt, genau, wollte ich gerade sagen. Wünsche sind gerne ja, erlaubt, würde ich mal sagen. Weil uns gehen auch langsam die Ideen aus, was wir aufstellen sollen. Wir müssen natürlich dazu sagen, auch dass wir natürlich nicht alle Figuren haben. Wir müssen natürlich gucken, was wir dann aufstellen können. Aber wir versuchen natürlich eure Wünsche zu erfüllen. Zu viele. Ja, mehr passt alles. Also ja, passt. Einfach mal kommentieren. Ich glaube, bei Harald wird es ein bisschen enger. Schreibt einen Kommentar drunter, was ihr gerne sehen wollt. Ich finde die Idee mal gut, mal mit komischen Punkten zu spielen oder so. Wenn jemand 373 Punkte sehen will, dann werden wir das auch irgendwie hinkriegen, ja? Oder 372? Ich weiß nicht. Ich mit 2. 666. Oh, das Teufelszahn, ja. Ich glaube, jetzt haben wir genug gelabert. Einen schönen Abend wünschen wir euch noch. Ciao, bis bald. Ciao. Tschüss. Daniel. Das ist gut bei dem Daniel.